Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am Schutterner Fest, am Patrozinium, wo Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist, wollen wir ein bisschen nachdenken, warum denn musste sie mit Leib und Seele in den Himmel auffahren? Hier im Evangelium ist eine Stelle, die uns sehr hineinführt in das Geheimnis, dass das per Dogma definiert wurde 1950 durch Pius XII., dass was in der Urkirche schon immer geglaubt wurde und die ganze Tradition von den Aposteln über die Väter, über die Theologen der ersten Jahrhunderte, alle schon wirklich glaubten und ein Glaubensgut ist in der katholischen Kirche. Nicht nur, dass das einer sich ausgedacht hat, sondern wie auch manchmal die Protestanten es sagen, woher holen die Katholiken das? Ja, wenn es die Kirche von Anfang an glaubt und die Apostel noch Zeugen waren dessen und das in der ganzen jungen Kirche von allen geglaubt wurden und die Väter übereinstimmend davon reden und eine Theologie entwickeln, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist, dann können wir nicht sagen, dass er steht jetzt nicht in der Schrift. Aber doch steht es in der Schrift. Und da müssen wir ein bisschen hineingehen, wo das in der Schrift steht, dass wir das schließen können, dass es nicht anders sein kann, dass Gott mit einem Menschen beginnen musste, was schon ganz früh angekündigt wurde im Protoevangelium in Genesis 3,15, wo Gott direkt nach der Sünde an Maria, an die neue Eva und den neuen Adam denkt und sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen Satan und der neuen Frau, an die er denkt, die er so schön macht, die er als neue Schöpfung hineinstellt, dass er überhaupt kommen konnte. Deswegen heißt es hier im Evangelium heute, wie wir gehört haben, bei der Besuch bei Elisabeth, Maria Lichtmess, im Magnificat, Großes hat der Herr an mir getan und sein Name ist heilig. Es werden mich alle Geschlechter selig preisen, weil Gott mich so schön gemacht hat. Nicht, dass ihr Aussicht das ist, sondern sie ist schon die vorweggenommene neue Schöpfung, in die Gott selber hineingeht. Also er schafft ein Fleisch, er schafft eine neue Schöpfung, ganz gegenüber der alten Schöpfung, die vorher war, in Adam, mit Eva, haben alle gesündigt und Gott beginnt wieder mit einer Person. Und zwar mit dieser Frau, wo er selbst auch sagt, ich gebe euch ein Zeichen aus mir, die Leidenschaft Gottes. Bei Jesaja könnt ihr das nachlesen. Siehe, die Jungfrau wird einen Sohn empfangen, sie wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Ein Sohn empfangen, Gott mit uns. Gott ist in diesem Sohn, mit uns. Und siehe die Jungfrau, die neue Schöpfung, die Gott so schön gemacht hat. Da haben oft einmal die Theologen Probleme, aber Gott musste eine neue Schöpfung machen, dass er überhaupt kommen konnte. Und diese Schöpfung ist ohne Sünde, ist eine neue Eva, in die Gott selbst hineingeht, als wunderbares Geschenk, ein neuer Tabernakel, eine neue Bundeslade, etwas, was Gott überhaupt nicht, weil sie so schön gemacht wurde, weil alles an ihr keine Sünde ist, makellos, die unbefleckte Empfängnis, und er hat diese Schöpfung, diese Neuschöpfung begangen. Und hat dieses Fleisch, was er so schön geschaffen hat, nicht in der Sünde behaftet, sondern vorweg erlöst, bewahrt vor dieser Sünde, in die dieses Fleisch hat er selbst angenommen. Also ist sie schon
ein Teil der neuen Schöpfung. Wie könnte man sagen, nein, Maria hat Sünde. Nein, Maria hat er nicht in den Himmel aufgenommen. Wie könnte Gott das, was er selbst annimmt, dieses Fleisch, und mit dem im Himmel ist, in Maria verachten, die er schon so schön gemacht hat, weil er alle menschliche Natur von ihr bekommen hat. Natürlich muss sie auch hinaufgehen. Und weil sie nicht gesündigt hat, kann der Tod sie nicht festhalten. Wohl ist sie hinweg entschlafen, ist in den Tod gekommen, aber dann, so wie die Tradition sagt, haben Engel sie hinaufgehoben und sie ist hinaufgegangen, mit Leib und Seele in den Himmel hinaufgehoben worden, weil sie keine Sünde hat. Wie könnte er dieses Fleisch dem Tode anheimgeben, wenn das eigene Fleisch, das er nur von ihr hat, den Tod nicht geschaut hat? Wie könnte er die eigene Mutter verschmähen, die neue Eva, die er so schön gemacht hat, eben dieses neue Stammpaar, sie, die neue Eva, deswegen sagt er auch nicht Mutter zu ihr, sondern Frau, die neue Frau, die er geschaffen hat. Das, was die Leidenschaft Gottes ist, siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. So haben wir den Beweis aus der Heiligen Schrift, dass das geschehen muss, weil sie so schön weil sie so von Gott so schön gemacht wurde. Das ist überhaupt nicht letztlich ihr Verdienst, sondern sie weiß und spricht es im Grunde ganz am Anfang aus: Großes hat er mir getan. Und deswegen konnte sie so mithelfen. Und deswegen muss sie auch geehrt werden. Und ist jene, die zur Rechten des Sohnes sitzt, als Königin, und aufgenommen wird als jenes neue Stammpaar, das Gott uns geschenkt hat, Jesus Christus, der neue Adam, Maria, die neue Eva, in die wir eingegliedert werden, dieses neue Fleisch, dieses neue Erbmaterial, diese neue Schöpfung, die jeder in den Sakramenten annimmt. Und der es annimmt, den wird er auch hochnehmen, auch wenn wir gestorben sind. Er wird uns aufnehmen. Aber Maria war ohne Sünde, als einziges Geschöpf. Deswegen konnte der Tod sie nicht festhalten und musste hinaufgenommen werden. Ganz einfach und wirklich tief, das ist der Beweis schlechthin für unsere Protestanten, für unsere Brüder und Schwestern in den anderen Konfessionen. Es ist wirklich so, das sehen sie falsch. Weil das hat die ganze junge Kirche so geglaubt. Und das müsst auch ihr glauben. Sonst glaubt ihr nicht an die Heilige Schrift. Weil das schönste Geschöpf hat Gott so schön gemacht und eine neue Schöpfung begonnen. Und so will er es auch bei uns machen. So schön ist das. Das ist der erste Beweis, dass das geschehen muss. Weil er hat mit ihr alles begonnen. Sie ist die vollendete Kirche. Sie ist die ganz voll der Gnade, sie hat nie gesündigt, sie ist unbefleckt und deswegen ist sie ja der Fingerzeig für uns, gerade in einer Zeit, wo fast alles noch in Trümmern lag in Deutschland, wo der Tod so regiert hat, 60 Millionen Tote durch den Zweiten Weltkrieg da war und dann kommt der Fingerzeig nach oben und der Papst schenkt uns in diesem Dogma die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele für immer. Gerade in einer Zeit, wo eigentlich der Tod regiert, gibt uns Gott wieder ein Zeichen in Maria. Nein, nicht der Tod regiert, sondern das Leben regiert. Nur wenn wir uns nicht an Gott halten, dann regiert der Tod. Wenn wir aber uns an den Fürst des Lebens halten, die sie geboren hat, den sie geboren hat, und Maria, die Mutter des Lebens ist, dann werden wir nicht in einem Krieg, in einem Tod oder in einem Fiasko enden, sondern dann werden wir das Leben haben und es in Fülle haben durch sie und durch ihn, den neuen Adam, der einzige Erlöser ist, und sie, die einzigartige Mitgehilfin
am Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist der zweite Punkt. Keiner auf der ganzen Erde, sei es noch der größte Heilige, vielleicht der seraphische Heilige, der Franziskus, hat so mitgewirkt am Erlösungswerk, weil er so schön gemacht wurde durch die Gnade wie Maria. Denn sie ist voll der Gnade. Und deswegen hat sie auch am meisten gelitten. Das müsst ihr euch vorstellen, dass sie unters Kreuz gegangen ist. Und alle Leiden ihres Sohnes in ihrem Herzen wie in einem Opferaltar dem Vater aufgeopfert hat, diese Erlösung als neue Eva in der Umdrehung der alten Eva und des alten Adams. Der alte Adam, also der alte Adam hat Jesus ans Kreuz geschlagen und der neue Adam hat gesiegt. Mit Maria, der neuen Eva für die Frau und beide zusammen, sie, er, der einzige Erlöser und sie, die einzigartige Mitgehilfe im Erlösungswerk Jesu Christi, also der neue Adam und die neue Eva drehen wieder den alten Adam und die alte Eva und alles, was sie verbockt haben, drehen sie wieder um. Deswegen heißt es im Hymnus der Kirche, was Eva einst verloren sah, das gibt Maria reichlich zurück. Wenn sie so mitgewirkt hat und hat im Grunde die alte Eva rumgedreht, hat mitgewirkt im Erlösungswerk wie niemand anderem, weil Gott sie so schön gemacht hat, weil sie kann das nicht aus sich. Das müssen oft die Theologen verstehen. Sie sagen, nein, wir können sie nicht. Aber wenn wir über Maria reden und sie ehren, ist es immer die Ehre Gottes, weil er sie so schön gemacht hat. Es bleibt nichts an Ehre bei ihr. Sie gibt alles weiter, weil Gott sie ja so schön gemacht hat. Großes hat der Herr an mir getan. Deswegen konnte sie mitwirken und deswegen ist es der zweite Punkt, der zwingendste Punkt im Grunde, wie sie mitgewirkt hat an der Lösung für uns alle. Es besteht jetzt bereit, niemand hat so mitgewirkt bis unters Kreuz, die neue Eva in der Umdrehung zur alten, wie am Baum im Paradies gesündigt wurde, so war Maria unter dem Baum, unter dem Kreuzesbaum auf Golgotha. Man hat diese Leiden durchlitten als Mutter der Schmerzen, als wahre Miterlöserin, wie es einige Päpste sagen, Miterlöserin, also nicht ein Erlöser neben dem Erlöser, sondern eine einzigartige Mitgehilfin, die Gott gemacht hat, eine Doppelsendung in der Umdrehung des alten Adam und der alten Eva, so wie es die Theologen in den ersten 5 Jahrhunderten immer wieder gesehen haben, da ist eine reichhaltige Theologie. So haben beide im Auftrag des Vaters das ganze Menschengeschlecht wieder umgedreht. Meine Lieben, und wenn sie da mitgeholfen hat und nicht gesündigt hat und nicht weggelaufen ist unterm Kreuz, und der Schwert des Schmerzes immer tiefer in ihr unbeflecktes Herz gedrungen ist, so geliebt hat bis zum Schluss und nie gesündigt hat, mitgeholfen hat, dass diese neue Schöpfung im Grunde, dass der Sohn am Kreuz, wo sie assistiert hat bei diesem Tod, sagt, es ist vollbracht für uns, wenn sie so mitgeholfen hat. Wie könnte das Grab sie schauen? Nein. Gerade deswegen, weil sie so mitgewirkt hat mit ihm, muss sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen werden. Und das ist das Zeichen der Hoffnung für uns. Nicht nur sie, sondern wenn die Posaune erschallt und am letzten Tag, am jüngsten Tag, Gott ruft in die Gräber, werden alle auferstehen und dem entgegengehen und auch ihr entgegengehen, der hinaufgefahren ist zur Rechten des Vaters und auch Maria zur Rechten des Sohnes. Dort werden wir alle hinaufgehen dürfen und der Herr uns holt in die ewige Seligkeit. Das ist unser Glaube. Und deswegen ist Maria das Zeichen,
der Hoffnung für uns. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben, die Auferstehung der Toten und jenes, dass wir einst aus den Gräbern herausgeholt werden und dem entgegengehen, der als erstes hinaufgefahren ist zum Vater, zur Rechten des Vaters und heute Maria zur Rechten des Sohnes. Das ist das Festgeheimnis. So kann es nicht anders sein. Und es ist zwingend und biblisch, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Und das glauben wir aus ganzem Herzen. Amen.